Achtelfinale in der Champions League und Fantip TV wieder für euch unterwegs, um bei den geilsten Fans der Liga die geilsten Ergebnisse reinzuholen. Was heute so passiert, wie die Fans tippen, das erfahrt ihr jetzt. Kommt einfach mal mit. Ja, heute geht's um die Wurst. Dortmund gegen Donetsk. Dein Tipp für heute? Ja, ich würde sagen 3-1. Das machen unsere Jungs ganz klar. Das wird ein schönes Spiel. Beide haben das Visier offen. Ich freue mich schon richtig drauf. 2-1. Ich tippe 2-0 für Dortmund. 2-0, einmal Götz und einmal Lewandowski. Ich sag 1-0, einmal Lewandowski. Ich tippe, mein Lieber. Ich sage heute 2-1 Dortmund. Viertelfinale wäre dann AC Mailand und Halbfinale wäre dann für mich Manchester United und die Finale treffen der Bayern. Da haben wir noch eine Rechnung offen, würde ich sagen. 2-1 für uns. So bescheiden. Das reicht. 1-0 Dortmund. 2-0. Wer macht das Tor? Reus. 4-1. 4-1. Mindestens ein 3-0. Also eine heiße Nummer. Nee, keine heiße Nummer. Wird langweilig. Wir gewinnen aus hoch und gut ist. 2-0. Wer macht die Tore? Lewandowski und Götze. Und Viertelfinalgegner, hast du dir da schon was ausgeguckt? Juve. Was ist mit den Bayern? Ungern. Aber Bayern nach dem Halbfinale. Ja, oder Finale? 2-0. 3-1. 2-1. Tipp für heute, 3-1. 2-1, sag ich mal, ganz gediegen bleiben. Ich glaube mal, es wird in Ordnung kämpft, ist 3-1. Von wo kommt ihr? Aus Sachsen-Anhalt, bei Magdeburg. So weit angereist heute? Ja. Öfters. Nicht zu jedem Spiel? Nicht zu jedem Spiel, aber so immer, wenn es uns möglich ist. Aber das Königliche lässt man sich da nicht gehen, ne? Richtig, so ein Spiel muss man mitnehmen. Ja, also Halbzeit, denke ich, werden wir 0-1 hinten liegen, aber dann werden wir kommen und dann gewinnen wir noch 2-1. Der hat immer die gefährlichsten Storys drauf. Ja, der ist Halbzeit, 0-1. Aber der ist immer optimistisch, stimmt wir auch. Ich tippe, wir kommen weiter 1-0. Ihr seid heute alleine hier? Wir sind heute erstmal alleine, ja. Die anderen kommen noch nach. Wollt ihr noch grüßen irgendwo? Nee. Wir senden ja. Nee, die wollen wir nicht grüßen. Nein, schöne Grüße an die Kollegen zu Hause gebliebenen. Wir sind nächste Woche Samstag wieder am Start. Ich sag 3-2 für Dortmund. 3-1 für Dortmund. Von wo kommt ihr denn? Ostfriesland, Wiesmoor. Hört man fast. Ein bisschen norddeutsch, ne? Man lernt, dass die Ostfriesen sind. Ja, ich hab's gehört. Du hast das gehört? Ich hätte es gehört. Wo kommst du denn her? Aus Köln? Ah, ich bin Dortmunder. So. Ja, 2-1 für uns. Auf jeden Fall. Tipp. Der Sieg in 4 Tagen. 4-2. 2-1 für Dortmund. Ich sag mal, klare 2-0. Hast du einen Wunschgegner fürs Viertelfinale? Ich meine, du bist ja schon weiter jetzt, 2-1. Wunschgegner. Auf jeden Fall nicht Bayern München. Und du? Ich bin ganz ehrlich drin. Juve möchte ich gar nicht haben. Also jetzt momentan noch nicht im Endspiel vielleicht. Also Bayern wäre mir zu Hause lieber. 3-0. Der Buschke. 3-1. 3-1. Der Buschke, hast du nicht vergessen? Nee, kenn ich. Ja, habe ich im Internet schon oft gesehen. Hast du im Internet schon oft gesehen? Kann auch was gewinnen, ne, oder? Manchmal ja, sicher, auf jeden Fall. Heute nicht. Hast du einen Wunschgegner für das Viertelfinale? Ja, die Blauen. AC Mailand. Oder Bayern. Drei Derby-Siege in einer Saison. Bayern. 1-0 wird das. 2-0. Lockeres 2-0, sagen wir es mal so. Der Reus trifft. Dann sag ich ein 3-1. Hast du auch einen Wunschgegner für das Viertelfinale? Hoffentlich keine deutsche Mannschaft, damit alle deutschen Mannschaften weiter ins Halbfinale kommen. Und dann natürlich das Finale zwischen zwei deutschen Mannschaften. Das wäre natürlich unser Traum. Der Traum. Unser Traum. Mein Traum, unser Traum. Allgemeiner Traum. Nee. Ihr seid Brüder? Wir sind zwei sind Brüder, genau. Ja. Familie Hook. Wollt ihr noch jemanden grüßen? Ja, den Beato. Und den Dietmar Hook. Natürlich. Ich wünsche mir Celtic. Die werden morgen gewinnen. Das wird das Wunder des Jahrtausends. Die werden 4-1 in Turin gewinnen. Und dann gegen Celtic. Das wäre richtig geil. Celtic, Junge, das wäre Hammer. Oh, der Junge, der. Wie lange gehst du schon ins Stadion? Ich meine, das ist ein bisschen cool schon. Seit 12, 13, 14 Jahren. Okay. 99, glaube ich, das erste Mal.
Aber das war ja noch UEFA-Cup. Ja, aber es wäre ein Traum einfach. Also wenn Celtic kommt, boah, ich würde da hinfliegen, würde alles machen. Ich habe Abitur dann eigentlich eine Woche danach, aber Celtic wäre Hammer. Ja, super. Dein Tipp, also wen möchtest du gerne haben im Viertelfinale? Ich kann mich eigentlich nur anschließen. Ich würde es nicht sehr begrüßen, wenn jetzt noch eine deutsche Mannschaft da stehen würde. Weil wir hoffen natürlich alle, dass es im Finale zwischen zwei Deutschen, das wäre natürlich mal gegen Schalke im Finale, das wäre natürlich... Alter! Das wäre top, das wäre Feeling, das wäre Hammer. Und dann wissen wir auch, da geht es um was und ich hoffe mal, es wird auch so ausgehen. Von mir aus Celtic, ja. Auf geht's Dortmund! Kämpfen und siegen! Und weil wir dich so lieben, gewinnst du dir das Spiel für uns! Alles klar, vielen Dank! Tschüss, viel Spaß! Ja, das war es dann hier vom Fantipp aus Dortmund, Borussia Dortmund gegen Donetsk. Und dann möchte ich noch einen Aufruf starten und zwar beim nächsten Heimspiel gegen Freiburg treffen wir uns hier um 14 Uhr im Stadionbad hier hinter der Südtribüne und wollen mal versuchen mit den Dortmund-Fans eine richtig geile Nummer abzuziehen, nämlich wir testen den Haarlem-Shake und dann geben wir nochmal richtig Gas. Empfehlt uns einfach weiter oder kommt am nächsten Samstag hier um 14 Uhr ins Stadionbad. Es wird eine richtig tolle Nummer. Das war's für heute vom Fantipp. Powered by Door21.de. Arrivederci, bis zum nächsten Mal. Charlie Rabe.